Also als journalistischer Unternehmer ist es, glaube ich, die aufregendste Zeit, die man gerade erleben kann, die man sich aussuchen kann, auch wenn ich sie mir nicht ganz freiwillig ausgesucht habe, um etwas Eigenes aufzubauen. Ich glaube, viele Unternehmer in Deutschland sind gerade nicht besonders optimistisch, sind extrem besorgt über die politischen Zustände in diesem Land, die ja teilweise wahnwitzige Wirtschaftsideologie, Wirtschaftspolitik kann man es gar nicht nennen, die von dieser Regierung ausgeht. Aber als journalistischer Unternehmer muss ich sagen, sind es großartige Zeiten. Es gab diesen Satz, ich glaube, der Chef von CBS war es, der über Donald Trump gesagt hat, he's horrible for America, but he's great for CBS. Und ohne mir das zu eigen machen zu wollen, glaube ich, ist es mit unserer derzeitigen Regierung in Deutschland leider fürs Land sehr, sehr ähnlich. Eine Regierung, die schrecklich ist für dieses Land, aber großartig, um eine neue Medienmarke aufzubauen. Also das Allerwichtigste, was man wissen muss, ist, dass ich dieses Unternehmen nicht alleine aufgebaut habe, sondern zusammen mit einem Investor, wofür ich extrem dankbar bin, diese Chance bekommen zu haben. Wir sind jetzt so ungefähr 40 Leute. Wir erreichen mit diesen 40 Leuten so um die 5 Millionen Menschen im Monat mit unseren Inhalten auf verschiedenen Plattformen. Auf der Internetseite news.de kann ich sehr empfehlen. Auf unseren YouTube-Kanälen Achtung Reichelt, auf News, unsere Talkshow Stimmt, unser großartiges Interviewformat Schüler fragen, was ist, unsere fantastische Kollegin Gio mit ihrem Format Unzensiert, also über mehrere Plattformen erreichen wir inzwischen tatsächlich Millionen Menschen. Und unsere Marktanalyse ist eine sehr einfache und sie lautet, dass mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland einfach keine Medien mehr haben, in denen sie ihren Alltag wiederfinden. Sie wollen Ihren Gewinn verdoppeln? Die Gewinnblitzfallstudie zeigt, wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Und diese Lücke haben wir in den letzten Monaten versucht, etwas zu füllen, wollen sie noch weiter füllen mit Inhalten, die aus dem Leben normaler Leute berichten und über die Zustände in diesem Land, wie sich die Politik auf Menschen in diesem Land auswirkt. Und es scheint Millionen Menschen zu gefallen und das freut uns sehr. Die Kultur des Respekts wollen. Respektlosigkeit. Respektlosigkeit in einem positiven, kritischen Sinne gegenüber Macht und Institutionen. Unbeugsam, wann immer man die Fakten erkennt, diese Fakten auch zu berichten, egal wie stark der Gegenwind ist, egal wie der Zeitgeist ist, egal was der Zeitgeist einfordert, wir müssen jetzt alle mitmachen, wir müssen jetzt alle mitmarschieren, gegen rechts gerade in Deutschland. Unbeugsam die Fakten berichten, wie man sie erkennt und respektlos sein, das heißt nicht beleidigend oder beschimpfend, aber nicht ehrfürchtig gegenüber den mächtigsten Institutionen dieses Landes. Heute in Deutschland darf man eigentlich nicht mehr rechts sein. Das heißt, Aufstand gegen rechts, Kampf gegen rechts, so als ob es ein Verbrechen wäre, rechts zu sein. Wie rechts bist du eigentlich? Also, ich verorte mich klar rechts im politischen Spektrum. Und was heißt das für dich eigentlich, rechts? Also für mich gibt es politische Leuchttürme, die mir persönlich viel bedeuten. Um nur zwei davon zu nennen, ist es die Strauß-CSU und die Reagan-Republikaner. Das ist so das Rechts, wo ich mich verorte und wohlfühle. In Amerika geht man mit dem Begriff Rechts ja vollkommen entspannt und gelassen um. Deswegen wähle ich auch bewusst ein Beispiel aus Amerika, wo natürlich die Republikaner das politisch rechte Lager abbilden. Und ich glaube, dass der Compassionate Conservatism von Ronald Reagan das leuchtendste Beispiel von politischem Kompass ist, das ich sozusagen in der Geschichte der freien westlichen Welt kenne. Und ich glaube, dass das ein Vorbild ist, an das man sich bis heute halten kann. Und da verorte ich mich klar, muss allerdings sagen, dass ich von dieser Art des Konservativismus in Deutschland nur sehr wenig erkennen kann. Also erstens muss man sich dazu entscheiden, dass es wichtig ist, kraftvoll zu formulieren. Und bei mir war diese Entscheidung im Prinzip ein Erkenntnisprozess in den letzten anderthalb, zwei Jahren, in dem ich dazu beigetragen habe, hier aufzubauen, was wir aufgebaut haben. Nämlich die Erkenntnis, dass die Sprache in Deutschland
komplett links ist. Komplett. Auch in rechten Medien ist sie inzwischen komplett links. Es geht um Worte, es geht um Akklamationen, die verlangt werden. Wir sind ja alle der Meinung, dass der Klimawandel bekämpft werden muss. Und dann darf man erst sagen, was man eigentlich denkt. Erst wenn die Akklamation vorweggeschickt ist. Ich als weißer Mann kann natürlich nicht darüber urteilen, wie manche Menschen. Und dann darf ich erst sagen, was ich denke. Oder nimm einzelne Worte. Das Wort Heizwende, das Wort Wärmewende, das Wort Energiewende. All diese Worte sind in den letzten Jahren medial und politisch und gesellschaftlich von links dominiert und geprägt worden. Das heißt, sobald man sie sagt, entstehen im Kopf des Zuhörers, des Zuschauers linke Narrative, was jetzt zu geschehen hat, was jetzt zu tun ist, wie man die Dinge zu sehen hat und so weiter und so fort. Und bei mir ist so vor anderthalb Jahren dieser Prozess eingesetzt, dass man, wenn man eine neue Medienmarke aufbauen will, die tatsächlich Menschen aus dem Herzen spricht und tatsächlich ihnen die Worte gibt für das, was sie empfinden und was sie erleben in ihrem Alltag und was sie vielleicht manchmal nicht so ausdrücken können, dass man diese linke Sprache der deutschen Medien und der deutschen Politik komplett über Bord werfen muss. Dass man sie einmal in die Luft jagen muss und sich zwingen muss, das, was in diesem Land passiert, neu mit eigenen Worten, mit eigenen Sätzen, mit eigenen Gedanken zu erzählen und dass man vor allem sehr viel Mühe sich geben muss, die linke Propagandasprache, besonders der Grünen Partei, zu dechiffrieren, den Menschen zu erklären und ihnen zu sagen, was meinen die eigentlich? Und ein gutes Beispiel ist dafür, ich sage Grüne Partei. Warum sage ich Grüne Partei? Weil schon das Wort Grüne, und man muss es ihnen lassen, brillante Propaganda ist. Weil Grün ist der einzige Parteiname in Deutschland, der schön ist und der gar nicht so nach Partei klingt, sondern nach einer Bewegung für das Gute. Und deswegen sollte man die Menschen daran erinnern, es handelt sich um eine Partei, die in allererster Linie ein Machtapparat ist. Und deswegen sollte man das Wort Grüne Partei hinzufügen, weil heute alles Schöne ist grün. Die grüne Wirtschaft, grüne Jobs, grüne Energie. Aber das heißt nicht, dass grüne Politik etwas Gutes ist und dass die Grünen keine Partei werden. Das ist ein kleines Beispiel dafür. Und deswegen habe ich mich in den letzten zwei Jahren mit großer Freude daran gemacht, die politische Sprache in Deutschland oder zumindest dazu beizutragen, sie in die Luft zu sprengen und einmal neu zusammenzusetzen. Und mit großer Freude betrachte ich, wie besonders eine Partei und ihre maßgeblichen Figuren das ärgert und wie sie es fürchten, weil es eine massive Bedrohung für ihre höchst erfolgreiche Ideologie ist. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen? Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung, und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man
über die Grundsteuer jederzeit auf ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt, und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales, mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.